Guten Tag, ihr liebe Finnschmecker, wie geht's denn bei euch? Heute nehme ich euch mit Reisen. Heute sind wir drüben in Deutschland. Es ist auch normal, ihr liebe Telegigler. Ihr seid so viel wie du rüberkommen in Kaffe. Alles ist auch billiger. Zum Beispiel das Kabinepapier, gell? Und hier wird auch gekocht mit einem Manuel, so schöner Mann. Madame, ich hab sie der Telefon, wenn er will, für ein bisschen später. Und dann geht's noch Freiburg. Aber das ist ein bisschen für später. Ich will euch gerade meine drei Bimbeles vorstellen. Schau ihnen mal den Papa an. Sind er da? Hopp. Abgeknipst. Hoppla, schön. Und jetzt geht's dann unter. Hopp, komm mit, Kamera. Komm, komm, komm. Juhu! Die Schlägeles kennen sich sicher bubbeln schön. Die vier Ansteller treiben immer etwas miteinander. Hier zum Beispiel spielen sie Bälle barfüßig im Sand ohne Finetle. Non, weil ihre Brüste zeigen die Gagges. Zum guten Glück sind es nicht die Bürstle, denn Volleyball können sie auch vergessen, die vier Löser. So bin ich angekommen. Salut Böwe, wer heißt du Manuel? Ja, ja. Ah, du bist es. Salut, Mann, wie geht's dir? Tix, du bist der Trainer-Kamera, ich hab dich gesehen. Lüge mal, Madame, das sind schöne Männer, nicht? Und sag mal, Manuel, du machst viel Beach-Volley? Du, wir treffen uns einmal in der Woche in der Pause. Und dann, wie es halt passt, spielen wir mal eine Runde Volleyball. Dann gehen wir in die Küche zurück. Und sag mal, Monsieur Muscler, kocht er gut, in der Kollege? Ja, kocht er gut, aber spielt er nicht so gut. Er hat keine Zeit mit Sarah. Genau. Er ist mehr in der Küche, unser Manuel, gell? Er kocht halt und die meiste Zeit. Und sag mal, unsere Kamera, ich hab's euch gesagt, war Dämmler, wir sehen, sind schöne Böwe, gell? Sag mal, Koch, was kochen wir denn miteinander? Wir kochen später, erst kochen wir später, nachher gibt es noch eine große Überraschung für dich. Ich fühle dich ein bisschen rum, wo wir wohnen, wie sie aussieht, wie schön sie ist und danach kochen wir mal schön. Ja, komm, die Muggeln mit Locken. Sind die nett, proper und geputzt? Gut besorgt, gell, die Mö? Samuel Manuel, das ist jetzt die Überraschung. Hallo André, jetzt sind wir nach dem Beachvolleyball. Gehen wir jetzt mal auf den Berg und gucken mal, wo das gute Fleisch herkommt. Das ist das Fleisch, haben wir mal dahinter, oder? Das ist dein Fleisch, ja. Und dann korrigieren ein bisschen später. Aho, hallo, hallo! Guten Tag, wie geht's denn? Guten wie Tag. Ist Ihr Name? Ich bin der Wendling. Der Wendling, sag mal, ist ein schöner Höhendorf. Ja. Oh, und sag mal, Wendling, das sind Limousinen, wie du dahinter hast? Jawohl, unsere Limousinen. Das ist eine Spezialität vom Schwarzwald? Nein, das ist eine französische Spezialität. Ah, das habe ich gewusst, ja. aber die sind halt für unsere Landschaft richtig gebaut, nicht so schwer, sind für karges Futter zufrieden. Und machen ein ganz, ganz schönes Gourmetfleisch. Ja, ja. Und wie viele Limousine hast du da hinten? 15 Stück. Und das ist dein Hobby? Das ist mein Hobby, genau. Und Landschaftspflege, Oferhalte, Schwarzwald. Schwarzwald wächst zu. Ja. Und was ist dein Handwerk dann? Was machst du vom Arbeit? Ah, wir machen Karosserie, Autolack und so Geschichte, aber das ist Jojo. Dann, verdienen wir zum Geld. Ah, ja. Machen wir das und dann noch, wir haben ein bisschen Probleme in unserem Auto, von der Television kannst du das spritzen? Ja, unbedingt. Hopp, da gehen wir ein bisschen weiter, ja? Gehen wir weiter. Wendling, vielmals Dank. Bitte. Alles, mach's gut. Wieder mal. Salut. Ciao. Ciao. Wieder, komm. Achte, dann hat er sie abgehangen und dann kommen sie irgendwann zu uns. Jetzt gerade wieder. Sag mal, Manuel, die ist schön, die Kühe, die vorwischen. Das ist die Schwester von der, die wir gerade gesehen haben auf dem Berg. Und jetzt gehen wir nämlich kurz in die Metzgerei, nehmen die Kamera mit und holen das gute Fleisch für uns. Prima, dann nehmen wir sie mit. Ich habe auch gesehen, die Kamera. Metzgerei gibt es noch eine Hüfe im Deutschland. In jedem Dorf haben sie ihre Metzger.
Der Thomas mit seinem Playmobil-Hädel schafft mit 50 Metzger und da geht's Dalli-Dalli. Normal drüben isst man noch viel Fleisch und hauptsächlich Aufschnitt. Bei uns im Elsass ist das Gegenteil, Metzger sind rar. Der riese Mammut hat ja alle auffressen, gell? Sehr gut. Wie heißt denn ihr? Thomas. Thomas, du bist dann der Thomas, der Metzger. Siehst du, Kamera, das ist unsere Kamera von der Güter. Kannst du guten Tag sagen? Guten Tag. Guten Tag. Und sag mal, Thomas, was ist das für Fleisch dann? Das ist ein Rindfleisch, ein Rindanierstück. Und da schneiden wir jetzt das Filet raus. Das sind dann die Limousinen vom Schwarzwald? Genau. Aber auch ein bisschen von Frankreich, ne? Ja, ein bisschen Limousine. Ja. Und sag mal, dann, Chef, das brüche mich für Kochen. Das beste Stück vom Rind, das ist Filet. Filet ist hinterm Rücken. Das ist, was wir brüche noch her für Kochen. Das nehmen wir. Das ist ein schöner Fetz. Das ist schlecht. Ja. Hoppla, der Senf dran. Esst man auch mit Senf bei euch. Schau, ich mich an. Was meinst du? Gut, oder? Die sind gerade so gut wie in Straßburg hier. Besser. Und sag mal, Manuel, werden wir jetzt gehen miteinander kochen? Gehen wir nachher los. Kochen wir schön zusammen. Und dann gehen wir auch noch essen später. Ja, wir haben wieder ein bisschen. Ja, du kriegst nichts. Ich möchte essen. Guten Appetit vom Rössle. Komm, Kamera! So, dann haben wir das Fleisch immer gerade geholt, beim Thomas. Ja, wir waren ja heute Morgen auf dem Berg oben und haben gesehen, wie die Tiere jetzt wachsen. Und dann fahren wir Metzger und jetzt tun wir das Schneiden gemütlich. Genau. Das ist ein schönes Messer da. Ja, ja, das ist scharf, aber das... Das schneidet? Das kriegst du noch einmal. Das mittlere Stück hier, das nehmen wir jetzt, dann machen wir ein schönes Stück weg. Andere auch noch? Beide. Machen wir richtig heiß. Dann noch ein bisschen Gewürz dran. Ja, Thymian und Romarin. Rosmarin machen wir dran. Wie sagt man in Frankreich? Romarin. Rosmarin. Romarin. Und Thym. Ja, ganz Thym. Genau. Du sprichst auch ein bisschen Französisch. Ja, gleich wenig. Sag mal, das schmeckt schon gut, ha? Die Kräuter merkst du, ja? Sehen wir es nochmal, bevor wir es nachher im Backofen machen. Und kommt jetzt noch in den Backofen? Jetzt gehen wir in den Backofen, das ist so eine halbe Stunde, so 80, 85 Grad. Ich mach das nicht mehr. Das mittlere Stück war jetzt Chateaubriand und jetzt nehmen wir den Kopf und die Spitze für Tartar. Kennst du Tartar? Ajo, kenn ich Tartar. Ehrlich? Ajo, Mensch. Hey, wir wollen nicht hinter dem Mond haben in Straßburg. Ah, ich hab gemeint. Ich bereite es dir vor und du machst dann die Würfel. Mhm. So schöne kleine. Ja. Man darf es kaum sehen, was du für Wirbel. Tischkamera, er macht es gut, gell? Den könnten wir einstellen als Lehrling. Franzose haben wir nämlich noch keine. Ja, ich koste viel Geld, weißt du? Ja, ja. So, Kamera, siehst du, die Böwenspitzen sind jetzt fertig und die kommen jetzt ins kochende Wasser? Genau, die kochen wir jetzt gleich und dann lasse ich abbraten. Abgebraten, ja. Und jetzt ist eine andere Arbeit für mich? Jetzt machen wir noch Pfifferling. Jojo. Weißt du, wie das gerade Pfifferling mit dem Zahnbürstchen schon gemacht? Den Zahn wird noch nicht. Das ist nicht gemacht. Aber mit den neuen Zähnen so nicht? Nein, nicht die Zähne. Die Pilzen noch kommen jetzt. Haben wir Pilzen machen? Ja. Warte, ich zeig's dir. Mach mal da rein. So, Chef, ich hab's fertig, schau mal da an. Da kann irgendwas nicht stimmen, du bist ein Stroll. Doch. Da haben wir so einen Stroll gefunden. Ja, ist viel zu kompliziert mit dem Zahnbürstchen. Wie sagt man Zigina? Zwiebeln. Komm jetzt da rein. Der Chef hat gesagt, sie müssen schwitzen. Schau mal da an, die Zwiebeln. Siehst du? Sie sehen schwitzen. Und ich schwitze auch ein bisschen. Manu, komm mal da her, ich hab's froh, du wie gern kochst. Lämpel, ist das richtig so? Ja. Müssen Sie jetzt Champignon nicht machen? Ja. Chef, komm mal her. Was meinst du?
Was hast du gemacht? Die sind gut so, nein? Die sind schwarz geworden. Nein, sind schön. Aber dann zahlen wir ab jetzt. Langt's? Ja, das ist gut. Wie dann versuchen? Versuchen wir eins. Ob ich sie gut geputzt habe. Was hast du Sand drin? Geil. Geil, wenn ich was drin. Ah, die ganze schwarze Welt ist drin, ist nochmal. Bist du besser aufpassen müssen? Ja, ja, ist gut so. Hoppla. Guten Appetit, man sagt bei uns ein Güter. Ein Güter mit Soße. Ein Güter. Das Fleisch ist gut, was meinst du, Chef? Ja? Und sag mal, Muslo, wie ist das? Schmeckt es doch gut? Sehr gut, sehr fein. Chef, ja. Das Fleisch ist gut, ja? Ja, schön. Er kocht besser, wie der spielt Volley, ne? Sag mal, Herr Playmobil, wie schmeckt das Fleisch? Sehr gut. Perfekt. Das hast du auch gut geschneiden heute Morgen. Richtig. Richtig gemacht, hat das gut gemacht? Fachmännisch, hat gepasst. Sag mal, Herr Wendling, und schmeckt's? Ja, ist sehr gut. Ich sehe, du hast guten Appetit, ja? Ja, ja, ja. Das ist ja der elsässische Rind mit badischem Gras und badischem Koch. Das ist perfekt. Spürst du den Gras da drinnen? Oh. Ja. Sag mal, Chef, mach's kurz und knackig, was wird er sagen, wenn unsere Kamera vor sich fortgeht? Frau Kamera, es hat echt Spaß gemacht mit dir, aber jetzt gehst du nach Freiburg, machst du verrückt und ich gehe aufs Kanapé. Ich bin müde. Und mach es gut, vielmals merci für alles. Salut miteinander, au revoir, au revoir. Oh, ist ein bisschen frisch in Morgen, gell? Schau nochmal, wir sind im Herbst. Und jetzt zähle ich dir, nehme ich dich mit in eine freie Stadt. Und hier treffen wir zwei nette Damen an. Dorothee und Muriel. Oder Muriel und Dorothee. Ja, ich weiß es nicht so. Ich bin vergesslich, wenn ich Gassle gehe. Hopp, komm, es geht hier durch, Kamera. Komm, komm, komm! Oh je, das sind Lita. Bonjour, wie geht's? Bonjour, André. Ich hab das gehört, Kamera. Ich hab heute Rendezvous mit Jenny Dämle. Wie geht's? Sehr gut. Dorothee, du bist ein Kunsthistoriker. Und du kennst gute Geschichten von den Münster hier in Freiburg. Genau. Und sag mal, Freiburg ist eine kleine Stadt und hat ein so großes Münster hier. Das muss man sich früher, als es gebaut wurde, gab es gerade mal 5.000, 6.000 Leute in Freiburg. Im Mittelalter noch dann? Im Mittelalter. 1200 hat man angefangen. Und da war das noch viel deutlicher, was für eine riesige, riesige Kirche da geplant war. Und sag mal, da sieht man so schöne Gurigel, die sind ganz berühmt hier, gell? Die sind ganz berühmt, das sind über 90 hier, Wasserspeier, 91 Wasserspeier. Und es gibt ganz berühmte, zum Beispiel direkt hier über uns. Oh ja, ja, das sehe ich, ja. Da zeigt einer seinen nackigen Popo. Der Düter, ja. Ja, genau, genau. Und Wasserspeier waren natürlich... haben einen ganz profanen Grund gehabt. Man hat das Wasser, also das Regenwasser aus der Kirche abgeleitet, damit der Sandstein nicht kaputt geht. Ja. Der war ja empfindlich. Und zum anderen hat man geglaubt früher, dass man das Böse abhalten kann, indem man das Böse zeigt. Also man zeigt möglichst grässliche Fratzen, Dämonen und kann dann den Teufel aus der Kirche wegreißen. Und dann, Dorothee, du bleibst ganz wichtig an dem Sonnstein. Was willst du mir noch erklären? Ich wollte ja noch zeigen, dass der Markt im Mittelalter hier auch ganz in der Nähe war, wie jetzt heute auch. Und dass man hier die Brotmasse an die Wand gemacht hat, damit, wenn es Streit gab, damit man hierher gehen konnte und gucken, ist das groß genug, habe ich da zu viel bezahlt. Das soll heißen, jeder Bäcker oder jeder Kunde konnte hingehen, gucken, hat er mich gerade betrogen oder nicht. Das soll heißen so? So, genau. Da oben steht 1320. Ja. Und warum ist es da kleiner dann?
Das ist ein Jahr, in dem es weniger Ernte gab, in dem einfach die Brote kleiner waren. Ach so. Da sieht man ganz schön 13. Hat sie gemelkt? Da haben sie weniger, einfach weniger Ertrag. Oh, und sagen wir jetzt noch in unsere Maschine, in unserer Kamera. Wo ist denn ganz genau die Muriel? Denn Muriel ist auch Gast von unserer Kochsendung. Wo steckt sie denn? Sie kann nicht weit sein. Sie hat das Brot gebacken. Hat sie gemacht? Sie hat sie gemacht. Aha. Und sie müsste eigentlich da drüben stehen. Da drüben stehen? Nur ich was sie findet. Sie hat so blonde Haare, glaube ich. Genau. Auch schönes Mädchen, glaube ich. Gell? Genau. Also, wir sehen uns später. He? Tschüss, mach's tschüss, gut. Tschüss, das Brot mit, ja, tschüss. Merci vielmals. So, So, Kamera, jetzt treffen wir es endlich, die Muriel, an. Und jetzt machen wir pluff, pluff. Nein, aber da. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, mystéro, somme qui a un eau. Le Molvichen. Hey. Salut Muriel, wie geht's dir? Salut. Six. Die Kamera ist gekommen von unserer Kochsendung. Sind wir in Freiburg? Ich bin jung geblieben. Ich spiele mit dem Segelboot. Immer, klein wie groß. Wie klar, wie groß. Und dann kann man ganz stark durchfahren mit dem Segelboot. Hey, Freunde! Achtung, Achtung! Und so, schau mal an, wie das schön ist. Ja, ja, du hast ja Chance, Milch. Mit dem netten Dämmel durch rumdäppeln in dieser schönen Stadt von Freiburg. Wenn das Wasser kalt ist, dann wollte ich mal die Füße hinmachen. Was meinst du? Oh, Vorsicht, André! Warum? In Freiburg, wenn du da so ins Bächle fällst, dann musst du jemanden aus Freiburg heiraten. Heiraten? Ich bin schon verheiratet einmal. Das zweite Mal geht nicht, wenn jetzt gibt's Schmiert haben. Ja, Vorsicht, Vorsicht! Komm. Sag mal, Muriel, sich alles ist so süßer in dem Städtel hier. Ja, das ist schön. Ach, weißt du, hier sind so viele Studenten. Es ist eine ganz lebendige Stadt. Viele Cafés und viele Läden. Wie viele Studenten wohnen du? Du, fast 20.000. 20.000? Also, ja, richtig toll. Und wie viele Leute wohnen? Ich habe hier auch studiert. Ich bin auch Studentin. Hier in Freiburg. Das ist der Laden, wie gerne hast du dann, Samuel, Muriel? Ja, total. Was schau mal hier. Ach, ganz viele lustige Schilder. All you need is love. Du bist da drüben, Samuel, auf dem Schild. Hey, du bist nicht alles, aber ohne dich ist alles nichts. Das ist ja wie mit einem Hahn von mir. Das musst du deiner Frau mitbringen. Ich kann sicher hängen, ja. Komm mal ein bisschen wieder. Ja. Oh, ist doch herrlich, Muriel hat Arbeit über Hals und Kopf. Sie ist auch Patron von einem so Betrieb, wo sie geschäftlich Käse, wie sie noch so Communication d'Entreprise heisst das bei uns. Muriel Rousseau ist auch Schriftstellerin, hat 6 Kochbücher geschrieben über die Kocherei in Frankreich und hat in Paris einen Weltpreis bekommen für ihre Schreiberei. Ich kenne auch jemanden, wie einen Preis bekommen hat für seine Güter. Ich weiß gar nicht, wie der heisst, der Kerl nicht. Kannst du das auch im Fernsehen, weil dann bist du so gemütlich vor unserer Kamera. Du machst auch Kochsendungen für Deutschland. Ich mache Kochsendungen. Ich bin im Fernsehen, aber im deutschen Fernsehen. Und das ist ganz berühmt, wenn ich es sage, Kamera. Das ist ganz berühmt. Ja? Absolut, ja. Das macht total viel Spaß. Also im deutschen, im dritten Fernsehen, im SWR für den Südwesten von Deutschland. Und, ich sitze vor dem Fernsehreden, Bücher schreiben. Ja, du machst so viel Sorgen. Ganz schön viel, ne? Ja, 2 Kinder habe ich auch noch. Ja, die kommen natürlich zuerst dran, das ist klar. Ja. Und Samuel, unsere Kamera, was bauen wir denn miteinander? Wie, was wir miteinander machen? Ja, was bauen wir jetzt? Was machen wir denn? Oh, das verstehe ich jetzt nicht auf Elsässisch. Ja, was machen wir? Was bauen wir? Was backen wir? Jetzt habe ich es. Ach, backen, ja. Du, ich habe mir überlegt, wir machen morgen eine Tarte à la tatin. Ah, la tata. Ja, genau. Weißt du, wie ich sage? Ich habe vielleicht merci sagen mit dem kleinen Segelboot. Ah. Weil mit dem Segelboot haben wir uns lernen können. Das ist doch schön, das ist gesehen, Kamera. So, was soll ich machen dann mit den Äpfeln? Hey, du fängst an, ein bisschen schälen. Ja. Da. Mhm, und ich mache eine typische Tarte. Tarte, also, ja. Ich habe hier mit Butter in etwa 250 Gramm Mehl. Mhm. Ich nehme die Butter in die Hand und streiche halt einfach Stück für Stück in etwa die Hälfte vom Wert runter, einfach so kleine Stücke.
Du, der Apfel ist jetzt geschält. Ja, schau mal. Mhm. Hier geht es reihum. Brauchst du ein bisschen Wasser? Ja, bitte. Ich bring euch mal ein bisschen Wasser hin. Nicht alles, gell? Nein, nur ein bisschen. Stopp, stopp. Schon zu viel? Lasse. Nein, nein, nein. Das muss jetzt man im Gefühl haben. Ja. Kennst du das? Gefühl? Ja, ja. Kochen. Das hat mein Vater immer gesagt. Von ihm habe ich ja kochen gelernt. Und backen. Ah, schön. Das ist schon schön. Fast so groß wie dein Apfel. Ja, es ist groß. Schön gemacht, ja. Und ich viel Mehl, sagen wir mal. Mit ein bisschen Striche, kann, du? Kann ich die streicheln? Das würde passen. Ah. Du machst auch viel Humor in die Sendung, gell? Immer. Das gehört dazu. Ja, das, ach, das macht dazu so viel Spaß. Das macht das voll in der Lied bei uns auch. Den Leuten das zeigen, das ist doch herrlich. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. Ein bisschen Geheimnis dann von deiner Kocherei, von der Bäckerei. Ja. Das ist dann mit dem Karamell. Karamell. Ein bisschen Zucker einfach in die Fläche und auf die, einfach auf den Herd legen, ein bisschen Wasser hinein, es zischt dann erstmal, aufblubbern lassen. Boah, es wird braun da, das ist halt eben das Besondere daran, oder die Geduld braucht man halt irgendwie dabei, es braun werden zu lassen und dann von der Fläche nehmen, sobald es ein bisschen anfängt, schwarz zu werden. Prima. Super. Gut, das machen wir gut miteinander. Ja. Wir schaffen gut miteinander. Sammeln, Muriel, dann hast du den Teig auswählen. Auswählen? Auswählen? Was heißt das? Das ist, wie sagst du, mit der Rolle da. Ach, ausrollen. Ausrollen. Auswählen. Das ist doch ja von der Schwiegermama, das, ne? Oh ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja, genau. Und das ist ja das Schöne an dieser Tarte à la Tatin, dass du diesen Teig verkehrt rum. Das ist die Originalität von der, ja, von der. Das machst du jetzt gerade so, oben drauf. Einfach oben drauf. Schau die Kamera, was er macht. Und das ist dann der Boden? Das ist der Boden. Wir werden es nachher umdrehen. Das ist das Schöne. Ne? So musst du es dir vorstellen. Ich sehe, Kamera, das ist der Boden jetzt, der Teig. Der Teig. Und jetzt kommt der Backofen. Jetzt kommt wie der Backofen. Wie lange kannst du das haben, Kamera? 30 Minuten. 30 Minuten. So, dass halt eben der Karamell noch richtig so schön. So, hopp, wir machen. Das kommt, geh mit, Meitel, komm. Siehst du, Kamera, da sind wir in einem ganz schönen Hof bei ihrer Ortisch, da ist ihr Atelier und die heißt Laura Luca. Was meinst du, ist das nett da? Ja, schön? Herrlich. Herrlich? Was denkst du, ja, Dorothee? Sommerabend. Da will ich mir jetzt der Küche versuchen, wie wir gemacht haben. Geh mal die Tasse, ich will dir einen Kaffee servieren. Voilà. Schön, der Köcher. Hein? Hast du gut gemacht, sag mal. Aber oh, ja, schön. Es duftet auch mit schon. Viel Liebe. Mit viel Liebe. Ah, da kommt, was ist denn da los? Jetzt ja, bin ich gerade auf dem Markt gewesen. Wenn man kommt, aber der Duft ist ja. Ich habe auch keinen Teller dabei. Also. Komm, sitz da, krieg ich ein bisschen Kaffee. Kein Problem. Manuel, komm, gib dir eine Tasse. Wie geht's dir, Manuel? Sehr gut. Passt gut dazu, hein? Kaffee. Der Kaffee geht gut, ja. Hast du mal eine Tat? Sammeln wir in unsere Kamera. Wann wird die Sendung gesendet? Ach, meine Sendung, die kommt immer Mittwochnachmittag im SWR. Ja? Ja. Kamera, zoom avant. Geht zu der Muriel? Ja. Liebe Leute, unsere Sendung ist jetzt heute zu Ende, aber am nächsten Sonntag wieder zur selben Zeit, 10:45. Kommen Sie und schauen Sie einfach André zu in seinen neuen Abenteuern und träumen Sie süß. Auf Wiedersehen, alte Finserbe! On ira. Non. Je me suis trompé. Sous caméra. Non, attends, non, tu es bien placé, c'est bien.